Hi Leute, willkommen zu einer Folge von Paladins. Heute spielen wir mal eine Runde Ranked. Ja. Wir sind an zweiter Stelle, das heißt, wir werden ziemlich safe Flank kommen. Ja. Ich hoffe einfach mal, dass der sich keine Flanke nimmt. Oh man. Also wenn die jetzt noch backbahn, dann. Oh. Sorry. Also ich persönlich finde, es ist wirklich absolut essentiell, dass man nicht alle Champions bannt, die gegen Teammates gut spielen können. Also wenn nicht, also ich kann entweder nur Bug oder okay, also das nervt langsam ein bisschen. Customize your channel. Okay, cool. Ja, also wenn er eine gute Chinesse spielt, könnte das ganz gut werden hier, aber wenn nicht, dann haben wir halt ein Problem. Eine Ying ist, würde ich sagen, ganz in Ordnung, aber ich würde die jetzt nicht so hoch einschätzen, also. Dann nochmal Lamba, okay, nice, also. Macht keinen üblen Eindruck auf mich. Hoffentlich gehen die Mates das Double Tank, ich hätte mich echt keinen Bock auf irgendwas anderes. Denn ganz ehrlich, erstmal Double Tank, damit braucht man die geringste Kommunikation, was hier bei mit Random Mates sowieso am besten ist. Und zweitens, was noch viel wichtiger ist, es ist einfach so, dass Tanks ziemlich leicht verhältnismäßig zu spielen sind und man deswegen eigentlich am besten die auch dann halt hier hat, wenn die Mates jetzt nicht wirklich gut sind. Also ich blende da jetzt vielleicht so eine Stelle aus einer League of Legends Werbung Verarsche ein, die das, glaube ich, ganz gut beschreibt. Okay, bitte pick irgendwas Sinnvolles. Ja, thanks. Fernando ist easy to play, aber gut. Okay, ich hoffe mal, das spielt jetzt Feuerlinie, sonst sind wir ein bisschen am Arsch. So, also die Gegner haben einen Troxus. Mein Tipp ist, wir werden das gewinnen. Also erstmal, weil wir halt zwei Tanks haben, allgemein ist es sicherer hier. Und zweitens, weil die Gegner halt einfach einen Troxus haben. Ich meine, ohne Scheiß jetzt einen Trox, das ist super schwer zu spielen und ich vermute mal nicht, dass jemand auf Gold, dass jemand bei Gold 4 den gut spielen kann. Ja. Also, mal abgesehen davon haben wir halt noch mich im Team. Und das ist immer ein. Hört sich jetzt nicht wirklich wie ein Argument an, aber ich würde eher mich vom Skill her so, keine Ahnung, sagen wir mal so Diamant bis. Naja, ich würde sagen, so Mitte Diamant einordnen, vielleicht eher. Ja, mit, sagen wir mal, Mitte Diamant bis Mitte Platin, also ja. Auf jeden Fall besser als das hier, aber ist auch nicht so komplett OP. Ich meine, ich bin ja
Moment ist nicht so krank, sondern sagen wir mal, ich bin ein guter Spieler. Auch würde ich mal sagen, auch ich würde auch mal sagen, besser als hier Gold 3, aber na, ich will mich jetzt nicht groß beschweren, ich meine. Okay, wenn er viele Headshots rausbekommt, das ist dann einfach übelst OP. Nice, also könnte ein gutes Match werden. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Game time. Better hurry. Jo. Ich will dann halt versuchen, als Flanker hier entweder einen gegnerischen Damager oder Healer zu killen, möglichst beides. Supi. Ja, Barrick hat vollkommen recht, wir müssen hier angreifen. Also ich wäre an Maldambas Stelle nicht in den Nahkampf gegangen. Ja. Also ein Headshot plus 30% Damage Boost gegen das Ziel, das ich mit dem Netzfeuer treffe, das ist schon ein bisschen zu heftig. Man hat gesehen davon, dass ich ja noch 60% Lebensraub gegen das Ziel mit dem Netz, aber so. Ja. Das ist nicht zu unterschätzen, das ist wirklich brutal stark. Ja. Hi. Hi. Nice. Also definitiv Haven Level 2 und ja. Also ich muss übrigens wirklich sagen, das ist ranked. Und zwar Gold, also wenn so Gegner jetzt zwar keine richtigen Vollgenies wahrscheinlich sein, aber auch nicht so übel mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit. Also man muss sagen, hier gibt es noch ein paar Noobs hier so, aber ja, nicht mehr viele, jetzt sind es eher so mittel. Das ist eher so, sagen wir mal, leicht über dem Durchschnitt. Wobei man sagen muss, dass leicht über dem Durchschnitt jetzt nicht unbedingt viel heißen muss. So, ich würde dann mal sagen, das Item ist vielleicht Nimble ganz okay noch. Aber ich will definitiv mir hier noch den Chill hier auf Level 3 machen, also Haven. Ja, hi. Komm, lass mich doch in Ruhe, ich will nicht mit dir kämpfen. Na, wenn ich keine andere Wahl habe, dann mache ich es natürlich. Und wenn ich eigentlich nur gewinnen kann, natürlich noch zusätzlich. So, was hatten die für eine Legendary? Ja, okay, die hat die einzige Legendary, die für Tyra wirklich Sinn macht. Ja. So. Ja, halt auch ganz okay, aber die haben zu wenig Cold Rise, wir bekommen viel zu viel Healing. Ich meine jetzt nicht aus unserer Sicht, aber ja, es hat auch einfach so seine Ulti gewastet. Ich vermute mal einfach ohne irgendeinen Grund, einfach nur halt ja aus Langeweile. Ich meine ohne irgendeinen sinnvollen Grund.
Ja, das ist auch nicht von der Ringe abgeguckt, was du da gerade erzählst. Okay, wie schade. Meine KD ist ja voll scheiße. Ich bin sicher, ich habe auch nur so 10 Todesstöße oder so, deswegen habe ich jetzt nur 10er KD. Traurig, aber ja. Müssen wir es dann leider abfinden. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, also das alte Deck, das ich hatte, das war ja schon übelst nice, aber das hier, das haut dir einfach so krank rein. Ich glaube, ich könnte das hier sogar Level 4 machen, dann noch irgendwie, keine Ahnung. Das hier leveln, oder vielleicht auch das da, so. Ist brutal. Ja, also das war eigentlich ist keine üble Runde, ich meine. Allgemein war das nicht so nice, aber es war jetzt auch echt nicht übel. Guter Schuss. Guter Schuss. Ja, finde ich war für ein Highlight ist nicht so spektakulär. Aber gut. Ich bin mit ziemlich hoher Sicherheit Best Flanker. Also ich würde sagen, ich habe das Game jetzt ziemlich gehardcarried, aber. Nein, nein, Spaß, Spaß, ne. Nee, aber trotzdem. Ja, hier 13 Kills, ein Tod. Kann sich sehen lassen. Also, ja, was soll man das sagen? Kann sich halt einfach sehen lassen. Also das Beste, was ein Gegner hat, ist 3 Kills, 7 Tode. Das Schlechteste, was wir haben, ist 4 Kills, 2 Tode. Also, ja. Dann bedanke ich mich mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst meine Bewertung da und sub und ciao mit au.